Hallo, liebe Zuschauer, ich grüße euch zu Broadway Legend Elena. Ja, Elena will zum Broadway. Elena kann tanzen. Sie ist eine sehr begabte Tänzerin, aber der Weg zum Broadway ist sehr, sehr weit. Das hier ist Elena. Die Geschichte wird uns erzählt in Japanisch. Mein Japanisch ist leider nicht so gut, aber zusammenfassend kann man sagen, Elena wird gleich von einem komischen Herren, der, glaube ich, hier aus dieser Dose rauskommt, es könnte auch ein Sturmfeuerzeug sein, dazu aufgefordert, zum Broadway zu gehen. Oder so ähnlich, ich weiß es nicht. Worum geht es in dem Spiel? Wir müssen tanzen. Wir müssen tanzen und uns damit betteln gegen andere Personen, die ebenfalls tanzen können. Alles nur, um Elena zum Broadway zu schicken. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen nach dem System Simon Says, oder bei uns hieß es Senso. Senso hieß es, glaube ich, in den 80er Jahren. Dieses Ding mit den vier Farben. Blau, rot, grün, blau, rot, grün, blau, rot, grün, gelb, gelb, grün und so weiter. Und dann musste man das in der richtigen Reihenfolge nachdrücken. Und wenn man sich einmal vertan hat, war sofort vorbei. Und hier fliegt Elena in diesem komischen Holzflugzeug. Das ist, glaube ich, der, wie hieß er nochmal, Fichtenelch. Über den Wolken Richtung New York. Und landet, ich nehme es vorweg, in England. Denn dort geht der erste Level los. Steigen wir direkt mal rein. Hier ist wieder der Bösewicht, der erzählt uns irgendetwas. Ja, Elena, du musst jetzt tanzen, du musst viele, viele Leute betanzen, bekriegen, besiegen, um dann zum Broadway zu kommen. Warum auch sie immer sie zum Broadway will. Nur weil sie tanzen kann? Naja, du könntest auch so, weiß ich nicht, zum Supertalent gehen oder so. Das hier ist unsere erste Gegnerin vom Namen her, würde ich sagen, grob übersetzt Caroline. Denn wir befinden uns ja in England. Auf jeden Fall wird diese gute, ich nenne sie einfach mal Caroline, gleich vormachen, wie wir zu tanzen haben. Und wir müssen diese Moves nachmachen. Das ist gar nicht so einfach. Aufgepasst. Ja, das kriege ich noch hin. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts, oben. Links, rechts, oben. Oben, links, links, rechts, oben, links, rechts, oben, links, rechts, links, rechts, oben, links, rechts, links, rechts, oben, links, rechts, oben. Das ist eigentlich relativ einfach. Links, rechts, oben. Links, rechts, oben. Puh, erste Runde haben wir gewonnen. It's best of three. Wir müssen sie jetzt noch eine zweite Runde besiegen. Dass wir hier eine zweite Rose bekommen. Wir wollen kaufen eine Rose. Oben. Okay, das kriege ich hin. Man darf sich auch nicht so viel Zeit lassen. Man muss praktisch sofort losdancen. Also zum Überlegen hat man keine Zeit. Oben. Rechts oben. Oben, rechts, oben, links. Oben, rechts. Okay. Oben, rechts, oben, links, oben. Oben. Rechts, oben, links, oben. Okay, jetzt aufgepasst. Oben, rechts, oben, links, oben, links. Oben, rechts, links. Nein! Verloren. Okay, nochmal. Links, 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 rechts, links, rechts. Voll süß, wie Elena immer rüberguckt, wie die tanzt, die andere. Okay. Konzentrationsfrage, nichts anderes. Links, rechts, oben, rechts, links. Links, rechts, oben, rechts, links. Links, rechts, oben, rechts, links.
oben. Links, rechts, oben, rechts, links, oben, links. Yes! War da gar kein Links mehr am Ende? egal. Wir haben Caroline, Lady Caroline, besiegt. Und reisen jetzt weiter. Und weiter bis zur zweiten Stufe bin ich auch noch nicht gekommen. Dann ist wieder der Bösewicht. J. irgendwas. Schickt uns jetzt nach Russland. Ja, ist schon gut. Ich mag die Musik in dem Spiel. Sehr, sehr passend. Lebt von der Musik das Spiel, klar. Nur einen ganz kurzen Schluck trinken. Tanzen macht echt durstig. Und dann können wir gegen... Ich weiß nicht, könnte ein Mann sein, könnte aber auch eine Frau sein. Nennen wir sie einfach Anastasia. Und tanzen gegen Anastasia. Best of one? Unten. Unten, oben. Unten, oben. Boah, wie viel muss ich mir denn da merken? Oben, unten, rechts, unten, links. Unten, oben, unten, rechts, unten, links. Und gerade mal bei 50%. Mein Gott. Hä? Jetzt geht das von vorne los. Ja, meinetwegen. So viele Sachen gleichzeitig hätten wir eh nicht merken können. Hä? Warum das? What have I done? Rechts, wo war denn gerade der Fehler? Verdammt nochmal. Oben, unten, rechts, unten, oben. Oben, unten, rechts, unten, oben. Oben, unten, rechts, unten, oben. Unten. Oben, unten, rechts, unten, oben, unten. Richtig, oder? Ja, richtig. Links. Links, unten. Links, unten, oben. Links, unten, oben, links. Links, unten, oben, links, rechts. Links, unten, oben, links, rechts. Ah, Mist. Unten. Nein. Es war oben, oder? Es war oben. Nein. Verloren. Na, das ist auf jeden Fall der Story-Modus. Wie gesagt, weiter als bis hier bin ich noch nie gekommen. Jetzt ist Elena traurig, weil Elena nicht zum Broadway kann. Muss wahrscheinlich dann doch zum Superstar gehen. Und sich mit
Dieter Bohlen abgeben. Was natürlich nicht so schön ist. Ich zeige euch auch noch kurz den anderen Spielmodus, den es gibt. Neben dem Story-Modus gibt es dann noch so einen Free-Dance-Modus, möchte ich mal sagen. Da geht es dann wirklich praktisch darum, so viele Punkte zu machen wie möglich. Komme ich auch nicht so weit. Und hier tanzen wir gegen, weiß ich nicht, Meilin. Da geht es dann um Punkte. Das kriege ich gerade noch hin. Oben. Links. Oben. Links. Oben. Links. Unten. Einmal im Kreis. Das ist easy. Einmal im Kreis und dann den Supersprung. War das verkehrt? Das probieren wir gleich nochmal. Kann auch sein, dass ich einfach nur die falsche Taste gedrückt habe. Das probiere ich jetzt gleich mal beim ersten Move aus. Ich glaube, das war nämlich die Leertaste, genau. Die Leertaste ist, um diesen Super-Move zu machen in alle vier Richtungen. Aber wir probieren das jetzt ganz easy nochmal aus. Highscore 4 Punkte. Mein Gott, bin ich toll. Links. Links. Oben. Dabei war gerade der Anfang richtig schön gut. Einfach einmal im Kreis rum. Ja, ihr seht schon, ich habe leichte Aufmerksamkeitsdefizite. Vielleicht ist das nicht unbedingt das beste Spiel für mich. Nein, also ich finde es echt lustig. Ist natürlich total simpel vom Spielablauf her, aber das ist mal wieder was, wo man meint, wenn man zuguckt, boah, ist der doof. Einfach mal selbst spielen und mal so ein bisschen die grauen Zellen anstrengen, ist gar nicht so easy. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Senso in den 80ern, oder war es Senseo? Ach nee, so heißt meine Kaffeemaschine. Auch gar nicht so einfach war. Mhm. Broadway Legend Elena. Mal was anderes kann ich nur empfehlen. Gute Musik und jo, mein Gott, Elena ist doch eine Süße, oder? Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.